könnte er nur entkommen. Wie kann ein Mann so viel Schaden anrichten? Wir haben versucht, ihn aufzuhalten. Aber viele starben durch seine Klinge. Er kämpft nicht wie ein Mensch. Es heißt, er bewege sich wie ein Todesengel, beflügelt von der Rachegöttin selbst. Unsinn! Das sind nur Märchen! Solche Wesen gibt es nicht! Die Jagd auf ihn kostet uns ein Vermögen! Wir müssen ihn aufhalten, bevor er unser ganzes Werk zunichte macht. Und wie weisen wir den Todesengel in die Schranken? Mit einer Armee...